Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ein Herz für jeden Shit. Wir sind wieder da mit zwei spannenden Creepypastas, die ich natürlich nicht alleine vortrage, sondern ich habe mir wieder einen Gast eingeladen. Ein großes Hallo an Alex. Hallöchen. Wir hatten ja jetzt schon dreimal die Ehre, miteinander aufzunehmen. Aber es wird nicht langweilig, denn wir haben wieder mega spannende Stories vorbereitet, behaupte ich mal. Ja. Dieses Mal kenne ich tatsächlich deine Geschichte nicht. In der letzten Folge war es ja anders, wegen der Planung. Du kennst meine genauso wenig. Das heißt, ich würde sagen, wenn du ready bist, lehn dich zurück und genieß die Geschichte. Na dann. Let's go. Meine Frau hat eine Einladung zu einer Geschäftseröffnung erhalten. Ich glaube nicht, dass ich sie jemals wiedersehen werde. Geschrieben von No Light to See. Darren, wusstest du, dass sie in Owingsville einen Target eröffnet haben? Fragte mich meine Frau Deborah aufgeregt. Schnapp dir die Autoschlüssel und lass uns hinfahren und es uns ansehen. Ich verdrehte die Augen. Es war fast 6 Uhr abends und ich hatte einen langen Arbeitstag hinter mir. Die Aussicht auf eine Stunde Fahrt dorthin, 2 Stunden Einkaufen und eine Stunde Fahrt nach Hause war nicht gerade verlockend. In Owingsville haben sie keinen verdammten Target eröffnet, antwortete ich knapp. Dort leben nur etwa 2000 Menschen. Warum zum Teufel soll ein milliardenschwerer Konzern mitten in der Provinz einen Laden eröffnen, in einer Stadt, die nicht einmal groß genug ist, um ein McDonald's zu haben? Das Quietschen von Holz auf Kacheln drang an meine Ohren, als sie den Barhocker von der Küchentheke wegschob. Ihre Schritte, die sich meinem Stuhl näherten, waren schwer wie die eines schmollenden Kindes. Ich hätte es besser wissen müssen, als mit ihr einen Streit über Target anzufangen. Sie ließ etwas über mir fallen. Eine rote Hochglanzwerbung segelte durch die Luft und über meinen Kopf hinweg. Ich schaute auf meinen Schoß hinunter und sah das vertraute rot-weiße Logo. Die Gruppe rot gekleideter Mitarbeiter lächelte mich von den glänzenden Karton an. Target heißt Sie willkommen in unserer neuesten Filiale in Owingsville, Kentucky. Bringen Sie diese Anzeige zur Anmeldung mit und Sie erhalten zusätzlich 10% Rabatt auf Ihren ersten Einkauf. Sie hat diesen verdammten Ort angebetet. Wir lebten in Lexington, Kentucky und sie pendelte zwischen allen drei Läden hin und her. Sie nannte sich selbst die Ausverkaufskönigin. Deb kaufte massenweise Ausverkaufsartikel von jedem Target im Umkreis und verkaufte sie dann auf Amazon weiter. Reselling, glaube ich, nannte sie es. Verstehen Sie mich nicht falsch, sie hat damit gutes Geld verdient. Als sie anfing, waren wir im mittleren Alter und nahezu nur fürs Elterndasein da. Ihr ganzes Leben hatte sie der Erziehung der Kinder gewidmet. Als Dustin und Jessica aufs College gingen, hatte sie es nicht leicht. Sie bewegte sich im Haus wie ein eingesperrtes Tier. Ich drängte sie, sich ein Hobby zu suchen. Es waren noch ein paar Jahre, bis ich in Rente gehen würde. Die meisten ihrer Freunde arbeiteten. Damals begannen die Ausverkaufsaktionen von Target. Owingsville ist fast eine Stunde entfernt und hier in der Stadt gibt es 3 verdammte Targets, sagte ich und ärgerte mich. Warum müssen wir mitten ins Nirgendwo fahren, um das zu bekommen, was wir in der Stadt finden können? Meine Frau ging zurück in die Küche und begann, das Geschirr abzuwaschen. Jede Bewegung, die sie machte, war übertrieben, um ihren Unmut zu zeigen. Die Schränke fielen so fest zu, dass sie fast zerschlugen. Gläser hämmerten so heftig auf den Tresen, dass ich erwartete, sie zerbrechen zu hören. Sie seufzte mindestens 3-mal pro Minute. Ich wünschte, ich hätte nicht nachgegeben. Hätte ich mich nur gewehrt, wäre vielleicht alles gut geworden. Unsere Familie wäre noch ganz. Die Polizisten würden nicht jede Woche bei uns vorbeikommen, nur um zu plaudern. Aber ich habe nachgegeben. Ich stimmte zu gehen. Nimm deine Tasche und zieh deine Schuhe an, fauchte ich und schob mich aus dem Sessel. Wir können gehen, aber nicht länger als 1 Stunde einkaufen. Ich muss morgen früh arbeiten, also können wir nicht die ganze Nacht herumalbern. Sie quietschte vor Aufregung und rannte ins Schlafzimmer. Warum zur Hölle habe ich zugestimmt, mitzukommen? Die Fahrt nach Owingsville verlief ereignislos. Im Radio liefen die NPR-Nachrichten, während meine Frau mit dem Handy herumfuchtelte. Während ich vor dem Verlassen des Hauses schon leicht gereizt war, kochte ich fast über, als wir in Owingsville ankamen. 1 Stunde Fahrt in die Mitte des Landes und meine Frau schaute sich während der ganzen Fahrt Amazon-Listen an. Wir hatten bereits das Zentrum von Owingsville erreicht und das GPS zeigte an, dass noch 2,5 Meilen vor uns lagen. Aus der Draufsicht auf der Kamera war die Adresse ein gutes Stück außerhalb der Stadt in Richtung Moorhead zu sehen. Der Standort des Ladens machte im Moment weniger Sinn. Bist du sicher, dass du die richtige Adresse ins GPS eingegeben hast? Fragte ich Deborah. Sie antwortete nicht, sondern scrollte immer noch durch ihr Handy. Deborah, sagte ich etwas lauter. Sie sah zu mir auf und lächelte. Die Süße dieses Lächelns kühlte meine Wut auf ein dumpfes Köcheln herunter. Ich fühlte mich sogar schlecht, weil ich wütend war. Ihr Leben hatte sich im letzten Jahr so sehr verändert und das war etwas, was sie tat, um sich die einsamen Zeiten zu vertreiben.
Sweetie, bist du dir sicher, dass du die richtige Adresse eingegeben hast? Ich glaube wirklich nicht, dass das richtig sein kann. Deb beugte sich vor, zog die Pappanzeige aus ihrer Handtasche und sah sich die Adresse an. Sie holte das GPS-Gerät aus dem Armaturenbrett und drückte ein paar Tasten. Aus dem Augenwinkel konnte ich sehen, wie ihr Gesicht einen verwirrten Ausdruck annahm. Ja, sagte sie, es ist die richtige Adresse. Das Seltsame ist, dass das GPS sich gerade selbst korrigiert hat. Es war auf 2 Meilen runter und ist dann wieder auf 2,5 Meilen hochgesprungen. Es sagt aber immer noch, dass es geradeaus auf der rechten Seite liegt. Ich war noch nicht beunruhigt, aber ich war verwirrt. Das GPS zeigte eindeutig 2,5 Meilen an, als wir aus Obbingsville heraus auf die dunkle Landstraße fuhren. Wir waren schon seit fast einer Minute unterwegs. Es könnte ein Fehler in der Software gewesen sein, aber ich hatte trotzdem ein ungutes Gefühl. Meine Augen huschten zwischen dem GPS-Bildschirm und den gelben Linien in der Mitte der Straße hin und her. Der Kilometerstand verringerte sich, wie es sich gehört, und ich war erleichtert. Nur noch 1 Meile, wir würden bald am Ziel sein. Ich blickte zurück auf die Straße und hielt Ausschau nach Parkplatzlichtern in der Ferne. Sie haben Ihr Ziel verpasst. Wenden Sie bitte, wenn Sie können, und fahren Sie 2,5 Meilen zurück. Ihr Ziel befindet sich dann auf der rechten Seite der Straße. Was zum Teufel? Sagte ich in Panik. Nur wenige Augenblicke zuvor hatte das GPS noch 1 Meile angezeigt. Es war unmöglich, dass ich 1,5 Kilometer an einem riesigen Kaufhaus am Rande einer dunklen Landstraße vorbeigefahren war und es übersehen hatte. Das kann doch nicht wahr sein. Ich lenkte den Wagen auf den Seitenstreifen und machte eine Kehrtwende. Als wir in die Richtung zurückfuhren, aus der wir gekommen waren, flatterte mein Herz vor Nervosität. Irgendetwas stimmte nicht, aber ich konnte es nicht genau benennen. War ich während der Fahrt weggetreten? Hatte das GPS eine Fehlfunktion? Gab es den verdammten Laden überhaupt? Kurz bevor ich meiner Frau sagen wollte, dass wir uns auf den Heimweg machten, sah ich ein unnatürlich helles Licht am Waldrand. Die Lichter der Parkplatzbeleuchtung ragten über den Waldrand hinaus. Ich wandte mich an Deborah, um ihr meine Besorgnis mitzuteilen, aber ihr Gesicht war von einem zufriedenen Grinsen gezeichnet. »Ich habe dir doch gesagt, dass wir es finden würden«, rief sie aufgeregt. Wir fuhren hinter die Baumgrenze und sahen einen riesigen Parkplatz vor dem hell erleuchteten Geschäft. Auf der anderen Seite des Parkplatzes waren vielleicht 3 Autos geparkt. Die Rückseiten der Autos waren leer. Es sah so aus, als wäre außer ein paar Angestellten niemand dort gewesen. »Du hast dich wegen nichts aufgeregt.« Ich fuhr den Wagen auf einen Parkplatz in der Nähe der Tür. Wir stiegen aus und gingen auf den Eingang zu. Auf dem Parkplatz ertönte emotionslose Fahrstuhlmusik. Ich schaute zu den Spitzen der Lichtmasten hinauf, konnte aber keine Lautsprecher entdecken. Keiner der Targets in Lexington spielte diese Musik aus der Konserve und sie erfüllte mich mit einem seltsamen Gefühl des Grauens. Es war, als käme sie aus dem Nichts. Selbst der Eingang des Gebäudes war seltsam. Während die meisten Geschäfte einen Eingang direkt in der Mitte des Gebäudes oder 2 Spiegeleingänge an jedem Ende des Gebäudes haben, gab es hier nur einen. Er befand sich fast direkt an der äußersten rechten Ecke des Gebäudes. Ich schaute nach links und sah, dass die 3 anderen Autos auf dem Parkplatz ganz rechts geparkt waren. Vielleicht gab es an der Seite des Gebäudes eine Tür für Angestellte, aber ich konnte keinen Gehweg sehen. Zwischen dem Parkplatz und der Gebäudekante befanden sich 4 oder 5 Meter Gras. Irgendwas am Äußeren des Gebäudes war auch unangenehm. Alle anderen Läden, die ich gesehen hatte, waren creme- oder beigefarben mit ein paar roten Markierungen und einem roten Target-Logo neben dem Namen des Ladens. Dieses Geschäft nicht. Das gesamte Gebäude war feuerwehrrot. Es erinnerte mich an das unrealistisch leuchtende Blut aus den alten Slasher-Filmen der 80er Jahre. Wo normalerweise nur ein einziges Target-Logo zu sehen war, war das Gebäude mit ihnen übersät. Hunderte vielleicht. Alle in unterschiedlichen Größen. Einige der größeren Logos hatten kleinere Logos zwischen den roten und weißen Kreisen, ein paar überlappten sich. Das seltsamste von allem war, dass es kein einziges Schild mit dem Aufschrift Target gab. Deb, irgendetwas daran ist mir unheimlich, sagte ich zögernd. Lass uns morgen tagsüber wiederkommen. Sieht aus, als hätten sie sowieso geschlossen. Es stehen nicht viele Autos auf dem Parkplatz. Sie blieb stehen und drehte sich zu mir um. Das überschwängliche Grinsen war aus ihrem Gesicht verschwunden und wurde durch eine gerunzelte Stirn ersetzt. Ihr Körper war leicht steif und ihr Kopf drehte sich langsam von einer Seite zur anderen. »Wir sind 1 Stunde gefahren, um sie zu holen, und wegen dir hätten wir uns 2-mal fast verfahren«, sagte sie wütend. »Glaube ja nicht, dass wir nach Hause fahren. Wenn du dich die ganze Zeit wie ein Arsch benehmen willst, dann geh und warte im Auto.« Ich war ein wenig verblüfft. Deb war normalerweise sanftmütig und nett. Nur eine Handvoll Mal hatte ich sie fluchen hören, aber noch nie über mich. Sie drehte sich um und ging durch die Schiebetüren am Eingang des Ladens. Verletzt und wütend ging ich zurück zum Auto. In den ersten 30 Minuten, die Deb drinnen war, suchte ich den Parkplatz ab wie ein Beutetier auf der Suche nach einem Jäger.
Auf der Hauptstraße fuhren keine Autos vorbei und niemand fuhr auf den Parkplatz. Durch die Glastüren zum Gebäude konnte ich keine Bewegung wahrnehmen. Ab und zu flackerte ein Licht auf dem Parkplatz, ansonsten schien alles relativ normal zu sein. Ich versuchte ein- oder zweimal Deborah anzurufen, erhielt aber keine Antwort. Nach der Hälfte einer langen, entschuldigenden SMS beschloss ich, sie in Ruhe zu lassen. Sie brauchte wahrscheinlich Zeit, um sich zu beruhigen. Und Target-Schnäppchen-Shopping war wahrscheinlich die beste Medizin dafür. Irgendwann schlief ich dann doch ein. Das geschah nicht absichtlich, aber ich kann nur so viel ziellos auf meinem Smartphone scrollen, bis ich anfange, ein- und wegzunicken. Sobald ich anfange abzudriften, ist ein unfreiwilliges Nickerchen immer in meiner Zukunft. Ich hatte etwa 45 Minuten geschlafen, als mein Mobiltelefon in meiner Hand zu summen begann. Erschrocken über die plötzliche Bewegung schaute ich auf mein Handy. Es war eine Textnachricht von Deb. Ich dachte, es sei nur Deb, die mir mitteilte, dass sie sich verspätet. Hilf mir. Die Nachricht war verwirrend. Brauchte sie Hilfe, um etwas zum Auto zu tragen? Wollte sie meine Meinung zu irgendwas hören? Ich schickte eine Antwort. Womit brauchst du Hilfe, Süße? Keine Antwort. 3 Minuten vergingen. Ich versuchte es erneut. Geht es dir gut? Noch ein paar Minuten und immer noch keine Antwort. Langsam mache ich mir Sorgen. Soll ich reinkommen? Ich wartete eine weitere Minute, aber sie antwortete mir nicht. Ich schnallte mich ab und schob die Autotür auf, spürte einen Widerstand und ein lautes Klatschen. Als ich nach links sah, stand ein gelbes Auto neben mir. Es war noch nicht da gewesen, als ich eingeschlafen war, und ich hatte meine Tür gerade voll in die Seite gestoßen. Es war gerade genug Platz für mich, um herauszurutschen, also verkeilte ich mich seitlich und schloss meine Tür. Ich beugte mich vor und betrachtete die Seite des gelben Autos, an der meine Tür aufgeschlagen war. Es gab weder eine Delle noch einen Abdruck. Erleichtert stand ich auf und drehte mich in Richtung Tür. Vor mir lag ein Meer von gelben Autos. Es gab Dutzende von Marken und Modellen, aber jedes Fahrzeug auf dem Parkplatz war gelb. Fast jeder einzelne Parkplatz war besetzt. Aber es war niemand auf dem Parkplatz. Als ich mich zur Tür umdrehte, bewegte sich drinnen niemand, den ich von dort aus sehen konnte. Mir wurde flau im Magen. Irgendetwas stimmte nicht. Als ich durch die Eingangstür trat, sah der Laden bis auf wenige Ausnahmen so aus, wie er sein sollte. Alle Kassen waren Selbstbedienungskassen, ohne Platz für eine Bedienung. Wo man eine Kundendienstabteilung erwarten würde, war eine leere rote Wand. Es gab zwar einen Einkaufswagen, aber der stand leer. Alle Produkte, die ich im Regal sehen konnte, waren nicht beschriftet. Nur das Target-Logo und ein Bild des Inhalts. Das seltsamste von allem war die Abwesenheit von Menschen. Das einzige Geräusch im Gebäude war eine Keyboard-Version von The Girl from Ipanema. Es klang so blechern, als käme es aus einem Radio aus dem Zweiten Weltkrieg. Gelegentlich durchdrang ein statisches Knistern die Musik, das mich zusammenzucken ließ. »Hallo?«, sagte ich laut. Es war nicht gerade ein Schrei, aber es hatte mehr Volumen als meine normale Sprechstimme. Es kostete mich viel Willenskraft, nicht aus vollem Hals zu schreien, aber ich wollte nicht verrückt wirken, wenn sich herausstellte, dass noch andere Leute im Laden waren. »Es muss noch jemand anderes hier sein«, dachte ich mir. »Warum zum Teufel sollte der Parkplatz voll sein, wenn niemand drinnen ist?« Niemand antwortete auf mein Rufen. »Entschuldigen Sie«, sagte ich etwas lauter. Meine Schritte schienen fast zu hallen, als ich den Laden betrat. »Deborah? Kannst du mich hören?« Stille. »Ist jemand in diesem verdammten Gebäude?«, schrie ich. Meine Schläfen pochten und es kam mir vor, als würde die Musik aus den Lautsprechern immer lauter werden, um meine Rufe zu übertönen. Ich rannte die Gänge entlang und sah mich hektisch nach allen Seiten um. Vorbei an Reihen von Regalen mit roten Verpackungen schrie ich immer wieder den Namen meiner Frau. Mein Handy vibrierte in meiner Tasche und ich holte es heraus. Eine weitere SMS von Deborah. »Bitte hol mich hier raus.« Ein Schauer lief mir über den Rücken. »Kannst du mich hören, wie ich nach dir schreie?« Die Ellipsenblase zeigte an, dass sie gerade eine Antwort tippte. »Nein, ich kann nur die roten Männer hören. Ich verstecke mich vor ihnen im WC. Bitte komm und hilf mir.« Ich hatte keine Zeit zu registrieren, was sie mit den roten Männern meinte. Ich begann zu rennen und ging in den hinteren Teil des Ladens. Als ich an der Bekleidungsabteilung vorbeikam, geriet ich in Panik, sprang zurück, prallte gegen ein mit Kleidung gefülltes Regal. Ein roter, gesichtsloser Mann stand auf einem Podest hinter den Kleiderreihen. Erschrocken schob ich mich zurück und versteckte mich hinter einem Regal. Es gab kein Geräusch von Bewegung, nur die blecherne Musik, die von oben herab erklang. Ich war mir nicht sicher, ob der rote Mann mich nicht gesehen hatte. Nach ein paar Augenblicken lugte ich langsam um das Regal herum in Richtung der Kleiderabteilung. Der Mann stand stoisch hinter den Reihen mit den Kleidungsstücken. Helle Lichtlinien spiegelten sich auf seinem glatten Körper. Er bewegte sich überhaupt nicht. »Das ist eine Schaufensterpuppe«, dachte ich. »Beweg deinen Arsch und find Deborah.« Ich stand auf und ging zurück um das Regal herum.
Ohne die Linse der Angst konnte ich sehen, dass der glänzende rote Mann nur eine Schaufensterpuppe war. Er hatte noch keine Kleider an. Vielleicht hatte der Laden schon geöffnet, bevor sie mit dem Aufbau fertig waren. Als ich daran vorbeiging, verlangsamte sich mein Puls. Ich sah das Schild mit den Toiletten, das über mir an der Decke hing, und ging in diese Richtung. Sobald ich Deborah aus dem Bad geholt hatte, würden wir von dort verschwinden und jede Ampel zwischen Owingsville und Lexington ignorieren. Dann hörte ich Schritte. Als ich mich zur Bekleidungsabteilung umdrehte, konnte ich sehen, dass die leuchtend rote Schaufensterpuppe nicht mehr auf dem Sockel stand. Sie stand auf den strahlend weißen Fliesen des Ganges. In nur einem Moment hatte sich das Ding mindestens 15 Fuß in meine Richtung bewegt. Es war niemand zu sehen. Was zum Teufel, sagte ich laut. Langsam begann ich, rückwärts auf die Toilette zuzugehen, wobei ich die Schaufensterpuppe nicht aus den Augen ließ. Sie bewegte sich nicht, aber ich hatte das unangenehme Gefühl, dass sie mich mit ihrem gesichtslosen Gesicht beobachtete. Der Schweiß rann mir von der Stirn. Plötzlich hörte ich Schritte hinter mir. Ich drehte mich um und sah eine weitere rote Schaufensterpuppe, die etwa 100 Meter entfernt auf der anderen Seite von mir stand. Als ich in ihre Richtung blickte, hörte ich weitere Schritte hinter meinem Rücken. Als ich mich umdrehte, war die Schaufensterpuppe aus der Bekleidungsabteilung ein paar Meter näher an mir dran. Bevor ich meine Gedanken sammeln konnte, sprangen die beiden leuchtend roten Schaufensterpuppen auf mich zu. Ich geriet in Panik und rannte in den Gang hinter mir. Ihre harten Füße klapperten auf dem Boden und holten leicht auf mich auf. 20 Jahre nach meiner Blütezeit war ich nicht mehr an große körperliche Anstrengungen gewöhnt. Ich war nicht mehr als 2 Gänge gelaufen und schon war ich außer Atem. Als ich einen Regalkasten betrat, drehte ich mich um und sah die roten Schaufensterpuppen auf mich zukommen. Verzweifelt suchte ich die Regale neben mir nach einer Waffe ab. Es war eine Abteilung für Haushaltswaren und ich begann, die Regale zu durchsuchen. Am Ende des Regals zu meiner Rechten lag ein billig aussehendes Kochmesser mit rotem Griff. Ich stürzte mich darauf, gerade noch rechtzeitig. Als ich die Plastikabdeckung abzog, kamen die beiden roten Männer um die Ecke. Ich streckte das Messer nach beiden aus und sie blieben stehen. Beide warfen ihren Kopf zur Seite, wie verwirrte Hunde. Sie drehten sich zueinander, als einer von ihnen begann, mit einem harten Finger gegen seine Handfläche zu tippen. Es klang wie ein Morsecode. Der andere begann, das gleiche klickende Geräusch zu machen. Gleichzeitig drehten sie sich um und gingen auf einen roten Stützpfeiler zu, der einige Meter hinter ihnen stand. Ich beobachtete sie vorsichtig und scannte gelegentlich den Bereich hinter mir. Ihr plötzlicher Rückzug machte mich ebenso nervös wie die Verfolgung selbst. Als sie die rote Säule erreichten, drehten sie sich beide um und stellten sich mit dem Rücken dagegen. Sie streckten die Arme über den Körper und legten den Kopf in den Nacken. Die Lautstärke der Overhead-Lautsprecher nahm rapide zu. Ich beobachtete, wie die beiden roten Männer nach hinten fielen und in der Säule verschwanden. Mein Verstand kämpfte damit, zu begreifen, was ich gerade gesehen hatte. Im Laden war es wieder still. Ich spürte, wie sich das Pochen meiner Schläfen verstärkte. Nachdem ich mich aus der momentanen Benommenheit befreit hatte, bewegte ich mich wieder vorsichtig auf die Toiletten zu. Ich bewegte mich langsam und überprüfte jeden Gang, bevor ich in den nächsten ging. Immer auf der Suche nach den roten Männern. Ich lauschte immer auf das kleinste Anzeichen einer anderen Person. Es kam mir wie eine Ewigkeit vor, aber schließlich erreichte ich den Gang zu den Toiletten. Dort flackerte das Licht wild und die Musik verstummte. Links war die Männertoilette und rechts die Damentoilette. Ich lief schnell auf die Tür zu, griff nach dem Griff und zog sie auf. Hinter der Tür befand sich eine rote Backsteinmauer. Frustriert schlug ich mit der Faust dagegen. »Darren?« hörte ich eine gedämpfte Stimme hinter der Backsteinmauer sagen. »Darren? Bist du das?« »Deborah?« rief ich. »Geht es dir gut? Ich bin hier draußen. Gibt es einen Weg nach draußen?« »Nein«, wimmerte sie. »Aber ich glaube, ich höre...« Ihr Satz wurde durch einen markerschütterten Schrei unterbrochen. Durch die roten Ziegelsteine hörte ich Schläge und weitere dumpfe Schläge. Ich schrie immer wieder ihren Namen, aber sie antwortete nicht. Der Raum hinter der Backsteinmauer wurde still. Dann ertönte das Klicken von Schritten am Ende des Flurs. Ich drehte den Kopf und sah Dutzende rot glänzende Männer, die den Gang blockierten. Ihre Köpfe waren alle in verschiedenen Winkeln geneigt. Einige hatten Rohrstöcke in ihren glatten Griffen, andere hielten verschiedene Küchenmesser. Aus den Händen des roten Mannes, der die Horde anführte, baumelte träge eine Kette. Mein Blick huschte zwischen der Menschenmenge, der Backsteinmauer, die mich von meiner Frau abschirmte, und der Gruppe dämonischer roter Schaufensterpuppen hin und her. Ich begann laut zu weinen und akzeptierte, dass ich Deborah nicht retten konnte. Verdammt, ich konnte nicht einmal mich selbst retten. Resigniert fiel ich rückwärts. Als ich mit dem Rücken auf das vermeintliche Ende des Flurs stieß, spürte ich zu meiner Überraschung, wie die Stange einer Tür, die kurz zuvor noch nicht da war, gegen meinen Rücken stieß. Die Tür gab nach, ich stürzte nach hinten und schlug hart auf den Boden auf.
Meine Sicht verschwamm, als ich sah, wie die Tür mit der Aufschrift Emergency Exit zuknallte. Ich wurde ohnmächtig. Als ich wieder zu mir kam, befand ich mich auf einem Feld. Das hohe Gras streifte mein Gesicht und das Rascheln nächtlicher Tiere erfüllte die Nachtluft. Mein Kopf pochte und einen Moment lang wusste ich nicht mehr, warum ich auf dem Boden lag. Ich stemmte mich vom Boden hoch und griff nach vorn, um den Türgriff zu ergreifen, fand aber nichts. Vor mir befand sich nur ein leeres Feld. Das Mondlicht spiegelte sich in der Ferne auf der Windschutzscheibe meines Autos. Das Gebäude war verschwunden. Die Hunderten von gelben Autos waren verschwunden. An die Stelle des Parkplatzes traten Gras und Unkraut. Das war vor 7 Monaten. Ich rief die Polizei von Orwingsville an, die zum Tatort kam, um den Fall zu untersuchen. Sie nahmen meine Aussage auf und sahen mich fassungslos an, denn die Geschichte des verschwundenen Target-Geschäfts wurde mit jedem Satz merkwürdiger. Es gab noch nie ein Target in Orwingsville, sagte einer der Beamten. Nicht die Art von Laden, die sich hier niederlässt. Deborah kehrte nie zurück. Sie war die ganze Zeit über als vermisst gemeldet. Detectives aus Orwingsville und Lexington haben mich öfters befragt, als ich zählen kann. Sie haben mir Durchsuchungsbefehle für das Haus und unsere beiden Autos zugestellt. Sie haben jede verdammte Person befragt, die wir beide kannten. Keiner redet mehr mit mir. Unsere Freunde reagieren nicht auf meine Anrufe. Meine Familie will nicht mit mir reden. Ihre Familie hat einen Privatdetektiv angeheuert. Ich sehe den schmierigen Bastard manchmal hinter mir herlaufen. Verdammt, ich habe sogar meinen Job gekündigt. Sie konnten mich nicht feuern, aber sie stellten sicher, dass ich wusste, dass ich dort nicht mehr erwünscht war. Ich vermisse meine Frau, aber alle denken, ich hätte sie umgebracht. Mein Leben geht in die Brüche. Aber vielleicht wird es sich ändern. Ich muss bald die Kriminalpolizei anrufen. Als ich heute die Post kontrollierte, war da etwas Seltsames drin. Etwas, das mir ein wenig Hoffnung gibt. Es war ein Werbebrief von Target. Derselbe, den Deborah mir vor all den Monaten gezeigt hat, nur mit Werbung für einen anderen Standort. Target möchte Sie in unsere neueste Filiale in Paris, Kentucky, willkommen heißen. Bringen Sie diese Anzeige zur Anmeldung mit und Sie erhalten zusätzlich 10% Rabatt auf Ihren ersten Einkauf. Es war dieselbe Gruppe von Angestellten mit roten Westen, die in die Kamera lächelten. Ein breites Grinsen und alles. Genau in der Mitte war ein Gesicht, das ich so gut kannte. Sie lächelte dasselbe Lächeln, das ich schon 1000 Mal gesehen hatte. Dann. Ja. Lässt einen mit vielen Fragezeichen zurück, oder? Definitiv. Hast du eine Theorie, was da abging? Das würde mich jetzt interessieren. Nein, nicht so wirklich. Auch etwas mit dem Lächeln jetzt am Ende. Wahrscheinlich die vermisste Person, die neue Anzeige für Target gemacht hat. Eben, also Deborah ist jetzt offenbar Teil des Teams. Von diesem Horror-Pseudo-Teil. Was für ein Team. Dieser Target existiert ja anscheinend nicht wirklich. Ja, eben, aber auf dem Flyer sind ja Menschen offensichtlich. Und Deborah ist jetzt ein Teil davon. Ergo, wahrscheinlich die Menschen, die dieser Target, ich sage jetzt mal, gefressen hat, absorbiert hat, keine Ahnung. Ich persönlich bekomme da tatsächlich so SCP-Vibes. Es gibt ja ein SCP, das sich als IKEA-Haus tarnt und da drin Leute frisst. Und so ähnliche Vibes bekomme ich da auch. So, das ist halt ein Gebäude, das sich als Target tarnt, Leute anlockt und die dann quasi absorbiert. Ja, das könnte sein. Und dadurch, dass das ganze Haus so feuerwehrrot war und auch die Schaufensterpuppen rot und dann ja quasi mit der Wand verschmelzen, ergibt für mich ja noch mehr so, dass das ein lebendes Haus ist irgendwo. Aber eben, ich habe mir gedacht, ich bringe da mal so eine schön, richtig schöne What-the-fuck-Story mit rein. Definitiv. Das. Vor allem, sie ist halt echt gut geschrieben. Also, baut einen schönen Spannungsbogen auf. Ich habe es beim Lesen echt gefeiert. Spannungsbogen hat es doch definitiv. Aber ja, so wie bei so vielen Stories halt, ich will Antworten haben. Ja, also da Fragezeichen sind mit einprogrammiert bei der Story. Ja, muss halt manchmal auch sein bei einer Story. Ich meine, man könnte noch einen letzten Absatz vielleicht ergänzen, dass auf einmal Männer im Anzug vor ihm standen, dann wissen wir, okay, es ist die SCP Foundation und dann wird meine Theorie wieder passen.
Aber das würde halt die Spannung wieder wegnehmen. Ja, eben so. Manche Creepypastas sollten nicht ganz abgeschlossen werden. Vor allem, es lässt ja Raum für mehr, weil jetzt hat er ja quasi einen Beweis für die Polizisten mit dem neuen Flyer und wo auch seine Frau, höchstwahrscheinlich ist sie das, mit drauf ist. Jetzt kann er denen zeigen: Jo, da ist ein Flyer. Ergo könnte jetzt eine ganze Polizeieinheit zu diesem Target in Paris, Kentucky, hinfahren und dann sind die auch alle Teil des Teams vermutlich. Könnte passieren, ja. Das gibt mir so ein bisschen eben dieses Teil des Teams, so David Jones, Vibes, weißt du, Teil der Crew, Teil des Schiffs. So in die Richtung, glaube ich, kann das Häuschen da auch gehen, nur dass es halt kein Schiff ist. Könnte, ja. Finde ich funny. Ich muss da dann so ein David Jones Soundtrack drunter legen, wenn das Haus beschrieben wird, so ja, Flying Dutchman auf modern, es ist ein Kaufhaus. Ja klar, warum nicht? Ja, auch Piraten müssen mit der Mode gehen. Aber das war meine Geschichte. Bevor wir zu deiner Geschichte kommen, hier eine kurze Unterbrechung. Hey, kurze Einblendung. Dieser Slot hier ist für Werbung gedacht. Falls du also gerne deine Produkte vorstellen möchtest oder jemanden kennst, für den es interessant ist, melde dich gerne bei uns, dann klären wir die Details. Und da wir aktuell noch keine Sponsoren haben, dachte ich mir, ich nutze den Slot kurz in eigener Sache. Du hast auch eine coole Creepypasta, die du unseren ZuhörerInnen erzählen möchtest. Oder du kennst jemanden, dem es gefallen würde, hier mitzumachen. Dann melde dich bei uns. Wir haben noch freie Plätze für diese Staffel. Join einfach unserem Discord oder melde dich über Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Links dazu findest du wie immer in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge. Und da sind wir wieder. Du hast uns ja auch eine schöne Geschichte mitgebracht. Ja. Darauf freue ich mich jetzt schon ganz besonders. Mal sagen, wir starten einfach. Ja, let's go. Zwei Mädchen tanzen vor dem Schlafzimmer. Mein Verlobter und ich wohnen zusammen in einem schicken Häuschen. Vor ungefähr 2 Jahren lagen wir zusammen in dem Bett. Es war schon ziemlich spät, nach 23 Uhr oder so. Ich weiß noch genau, dass wir uns über Kinder unterhalten haben. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt noch keine Kinder und wollten eins haben. Sein großer Wunsch war ein Junge. Mir war es egal, ob Junge oder Mädchen. Hauptsache gesund. Mein Verlobter lag auf dem Rücken und starrte die Decke an. Ich lag auf der rechten Seite und sah ihn an, während wir uns unterhielten. Meine Hand lag auf seiner Brust. In dieser Position lag ich mit dem Rücken zur Schlafzimmertür, die so circa 2 bis 3 Meter vom Bett hinter mir entfernt war. Plötzlich spürte ich so ein komisches, seltsames Gefühl. Im Ernst, es fühlte sich so an, als würde mich die Luft in unserem Schlafzimmer erdrücken. Alles fühlte sich sehr, sehr schwer an. Fast so, als wäre ich unter Wasser. Es fühlt sich so an, als würde irgendwas meinen kompletten Körper auf das Bett drücken. Zum Beispiel die Schwerkraft, Luft oder etwas Übernatürliches. Ich kann es nicht wirklich erklären. Ich konnte mich nur noch mit sehr großer Mühe und viel Anstrengung und Zeitlupe bewegen. Sobald ich versuchte, meinen Kopf zu drehen oder meinen Arm zu heben, wurde mir ganz schwindelig und ich hatte das Gefühl, ich werde ohnmächtig. Ich war total durcheinander und völlig verängstigt und wusste überhaupt nicht, was mit mir geschieht. Es war furchtbar. In diesem Moment dachte ich, dass ich vielleicht einen Blutdruckanfall hatte. Ich hatte schon mal einen. Aber so wirklich vorstellen konnte ich es mir nicht, weil sich der Blutdruckabfall etwas anders anfühlte und bei weitem nicht so extrem war wie dieses Gefühl jetzt im Moment. Plötzlich sagte mein Verlobter mit verängstigter Stimme, die sich anhörte, als würde er nur sehr schwer Luft bekommen. Fühlst du das auch? Was ist los? Und da wusste ich, dass etwas Seltsames und Unheimliches vor sich ging, weil er genau dasselbe fühlte. Ich habe versucht, mit ihm zu sprechen, aber ich musste die einzelnen Worte aus meinem Mund herausdrücken. Irgendwie klang alles verschwommen und ziemlich leise. Ich schaffte es ihm zu sagen, ich weiß nicht, ich kann mich kaum bewegen, sagte er. Er sagte, ich kann ihn auch nicht. Und ich sah, wie er versuchte, sich mühsam auf die Seite zu drehen und seinen Arm zu heben. Er sagte nur immer wieder, was ist hier bloß los? Was ist hier bloß los? Ich versuchte auch meinen Arm zu heben und stellte fest, dass es jetzt so gut wie gar nicht mehr ging. Mir wurde sofort wieder schwindelig und ich hatte das Gefühl, dass dieser eigenartige Druck, der mich auf eine seltsame Art und Weise auf das Bett drückt, noch stärker geworden ist. Dann hörten wir beide, wie sich der Türknauf vor uns im Schlafzimmer drehte. Er drehte sich immer und immer wieder, fast so, als wollte jemand hereinkommen.
aber es versuchte niemand, die Tür zu öffnen. Der Türknauf drehte sich tatsächlich in einem Rhythmus hin und her, wie ein Beat zu einem Song. Wir hatten panische Angst. Unsere Schlafzimmertür war nicht verschlossen. Man hätte also einfach reinkommen können. Stattdessen drehte sich der Türknopf nur rhythmisch hin und her. Mit viel Mühe und Anstrengung gelang es mir, langsam über meine Schulter zu schauen. Nun sah ich auch, wie der Knopf sich hin und her drehte. Es war richtig unheimlich. Dann hörten wir beide zwei Kinderstimmen singen, die sich wie zwei kleine Mädchen anhörten. Das meiste vom Text konnte ich nicht verstehen. Das Einzige, was ich verstanden habe, war das allerletzte Wort am Ende des Satzes. Tanzen. Also die Stimmen von den beiden jungen Mädchen hörten wir vor unserer Schlafzimmertür. Sie sangen eine Art Kinderlied, während sich der Schlafzimmertürknauf im Gesangstempo immer wieder hin und her drehte. Die Türklopf ging klack, 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 während die zwei kleinen Mädchen sangen, etwas, etwas, etwas tanzen. Ich konnte fast kein anderes Wort dieses Lieds verstehen, außer dem Wort tanzen. Am Ende jeder Strophe. Sie sangen es auf eine Art, die eher spielerisch und verspottend war. Vielleicht so, wie es kleine Mädchen tun, die ihre Eltern Geschwistern ärgern wollen. Das Lied klang fast erfunden, so wie kleine Kinder manchmal erfundene Lieder singen, um herumzualbern. Es hörte sich auch an, als wenn sie hin und wieder mal kichern würden. Ich beobachtete also, wie der Türknopf sich rhythmisch hin und her drehte und die beiden kleinen Mädchen dazu sangen. Als das Lied zu Ende war, drehte ich meinen Kopf in Zeitlupe zurück zu meinem Verlobten. Ich sah, dass er auch den Türknauf beobachtete. Den Ausdruck in seinem Gesicht werde ich nie vergessen. Er war kreidebleich und seine Augen waren so groß wie Teller. Ich habe ihn noch nie so verängstigt und schockiert gesehen. Der Türknauf hörte auf, zusammen mit den letzten Worten des Liedes tanzen. Wir konnten uns plötzlich wieder ganz normal bewegen. Alles war vorbei. Mein Verlobter setzte sich auf und sagte, was zum Teufel ist gerade passiert? Er sprang über mich aus dem Bett, rannte zur Tür und riss sie auf. Er sagte, hier ist niemand, stand auf und rannte zu ihm. Nun standen wir beide fassungslos nebeneinander und starrten in unseren Flur. Das einzige Ungewöhnliche, was wir sahen, waren unsere beiden Katzen, die die Wand anknurrten. Wir überprüften sofort die Haustür, aber diese war fest verschlossen. Auch die Fenster waren alle zu. Wir setzten uns beide wieder auf das Bett, waren total verwirrt und zitterten am ganzen Körper. Wir fragten uns immer wieder, ist das wirklich gerade passiert? Wir haben beide dasselbe gehört. Wir haben beide dasselbe gespürt, wie dieser eigenartige Luftdruck uns auf das Bett gedrückte. Wir konnten beide nicht aufstehen, sondern uns nur Mühe und Not in Zeitlupe bewegen. Auch haben wir beide die Kinderstimmen singen hören, so wie den Türknauf, der sich zum Gesang rhythmisch hin und her drehte. Es war definitiv keine Halluzination oder so. Der einzige Unterschied war, dass mein Verlobter etwas mehr von dem Lied verstanden hat. Er sagte, es hörte sich an wie und wir kommen, um zu tanzen oder und wir gehen zum Tanzen. Das Ganze war so gruselig, dass wir immer noch Gänsehaut bekommen, wenn wir daran denken. Die Geschichte lässt uns ohne Antworten zurück. Ja. Das ist ja gemein. Ich habe bei diesen beiden Mädchen voll das Shining-Vibes bekommen. Also den Film aus den 80ern. Keine Ahnung, ob du den gesehen hast. Mehr gesehen nicht, aber ich habe von dem Film schon gehört. Ebenso eine der ikonischsten Szenen. Die zwei Mädchen stehen vor dem Jungen, also so Zwillingsschwester, und sagen unisono, komm, spiel mit uns, Danny. Und genau so in die Richtung habe ich mir das jetzt vorgestellt, diese beiden creepy Mädchen. Aber wieso tanzen? Ich sehe da, glaube ich, schon wieder tiefere Botschaften, weil die beiden waren ja offensichtlich in einer Art Schlafparalyse oder irgendwie, konnten sich ja nicht im Bett bewegen. Das habe ich richtig verstanden. Und derweil singen die beiden Mädchen im Takt des Türknaufs, was ich spannend fand, irgendwas übers Tanzen. WTF? Erstmal lesen. Ich habe auch echt verdutzt geguckt. Ich habe überhaupt kaum was verstanden, wie die ganzen Fragen und das alles. Wo kommen die auf einmal her? Die Türen waren fest verschlossen, die Fenster waren zu. Also die Folge heute dreht sich wirklich um sehr große Fragezeichen über dem Kopf, offenbar. Ja. Weil vor allem, es kann halt jetzt wirklich alles sein. Es kann ein Schlafparalyse-Dämon gewesen sein, der in der Gestalt auftaucht. Es kann halt eine Geistererscheinung gewesen sein. Es können wirklich zwei Psychomädchen gewesen sein, die irgendwie reinkamen, wie es nicht. Also wo die beiden halt nicht wissen, wie die reingekommen sind.
Es kann reine Fiktion gewesen sein. Vielleicht sind ihre beiden Katzen Formwandler. Könnte sein. Ja, aber warum haben die das Katzen... Das mit den Katzen, das würde nicht erklären, wenn die Formwandler wären, warum die Wand am Ende angeknurrt haben. Genau das ist nämlich die Frage. So, warum haben die Wand angeknurrt? Kamen die Mädchen aus dieser Wand quasi raus oder sind die da noch immer? Und könnte möglich sein. Kommt halt auch wahrscheinlich auf den Charakter der Katze an, aber ich glaube, wenn wir da jetzt wirklich eine unbekannte, ominöse Erscheinung in der Wohnung hätten, unsere Katze wird die fliegen, als gäbe es keinen Morgen. Die käme gar nicht zum Singen, weil du die Katze nur noch jaulen hörst. Und die Katzen waren ja während des Auftritts der beiden Mädchen scheinbar relativ ruhig. Ja, bis zum Ende hin, bis sie dann die Wand angeknurrt haben. Eben, so... Oh, einerseits liebe ich so Creepypastas. Kurz, knackig und richtig gut inszeniert. Andererseits hasse ich es aber wie die Pest, weil ich bin halt ein Mensch, ich möchte Antworten haben. Bei der Geschichte, ja, da würde ich auch gern Antworten haben. Eben, du wo die herkommen, wo die Mädchen herkommen, warum die Katzen auf einmal an die Wand knurren. Eben. Und vor allem, ich denke mir halt immer, ich meine... Natürlich sind bewusst diese Fragezeichen da, aber ich als Autor wäre dann immer so ein Schuft und hätte so Hints gegeben, dass man auf eine Antwort kommen kann mit genug Grübeln. So ist Tanz ein Hinweis, ist das irgendwie ein Code, aber nee, in dem Gesamtkontext ergibt das halt nichts. Weil wir kommen zum Tanzen, wir gehen nach dem Tanzen so... Ich hätte verstanden, wenn sie quasi durchs Haus rumlaufen und die beiden sie jagen und das quasi als Tanz interpretiert wird, aber die beiden lagen ja paralysiert im Bett. Und sich nicht bewegen, konnten sich nur mühsam irgendwas machen, um sich zumindest mal was umzuschauen. Eben. Also, falls irgendjemand eine Theorie hat, weil ich glaube, ihr hört es gerade so, Alex und ich sitzen beide mit einem großen WTF über dem Kopf gerade einfach da. Lasst uns eure Theorien zu dieser Story wissen. Ich brauche Antworten, Leute. Ich bin abhängig von euch. Und ja, ich bettel wirklich dieses Mal um Feedback. Ich brauche es. Viele Fragezeichen über dem Kopf nach den zwei Storys. Ja, aber echt gut ausgewählt. Hammermäßig. Wir lassen jetzt, glaube ich, unsere lieben ZuhörerInnen ein bisschen verwirrt und perplex zurück. Aber das ist genau das richtige Gefühl, weil das haben wir auch gerade. Und ja, dann sage ich halt einfach vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Wenn man mehr von dir sehen möchte, as always, guckt auf Twitch vorbei. Der Link ist unten in den Shownotes. Und ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge. Haut rein, Leute. Ciao.